Erstmals zeigte Acer auf der CeBIT 2010 sein Google Android Netbook der breiten Öffentlichkeit, nämlich das Acer Aspire One D250. Es ist ein 10 Zoll Netbook, noch basierend auf die alte Intel Atom Technologie, hat ein Windows XP Betriebssystem installiert, aber auch ein Google Android OS, das sehr schnell bootet und mit dem man dann auch schnell ins Internet gehen kann. Vor allem, da dieses Netbook über ein UMTS-Modul verfügt und man somit nur noch eine entsprechende SIM-Karte einsetzen muss.